Mein jetziger Gast ist noch Mitglied der SPD. Ich glaube, er wird es auch bleiben. Er ist 1969 eingetreten wegen, wie er sagt, Willy Brandt. Er hat viel erreicht. Er war Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Er war mal Kanzlerkandidat der SPD und er war mal Bundesfinanzminister im Kabinett Merkel. Wir reden also heute über die Russlandpolitik der SPD, vor allem aber auch über die Inflation. Mit Peer Steinbrück. Herzlich willkommen. Herr Steinbrück, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Frau Maischberger. Man darf sagen, Sie sind im Januar 75 Jahre alt geworden. Ich sage das nur deshalb, weil Sie wahnsinnig viele Zäsuren erlebt haben. Den Kalten Krieg sowieso, aber eben auch Mauerfall, den 11. September, die Finanzkrise, die Sie mitverhandelt haben. Wenn Sie jetzt auf die Zäsur blicken, die wir seit dem 24. Februar haben, wie tief ist die? Ich glaube, dass der Begriff Zeitenwende richtig ist. Und es ist in meinen Augen die tiefste Zeitenwende, die ich jedenfalls in meinem Leben erlebt habe. Und ich stelle fest, dass die Konsequenzen dieser Zeitenwende allerdings bisher politisch nur unzureichend erklärt worden sind. Und um mich unbeliebt zu machen beim Publikum, ich glaube, in einer gewissen Trägheit der Zivilgesellschaft in Deutschland auch noch nicht begriffen worden ist, was diese Zeitenwende bedeutet. Sie meinen das wahrscheinlich eher auf der wirtschaftlichen Seite, kann das sein? Nicht nur, sondern wir stellen plötzlich fest, dass Europa auf sich selber zurückgeworfen wird. Auf der einen Seite durch einen Aggressor wie Russland und auf der anderen Seite, und damit müssen wir rechnen, dass die Amerikaner sich zunehmend dem asiatisch-pazifischen Raum zuordnen werden. Und das bedeutet, sie werden von Europa eine Entlastung erwarten. Sie werden mehr Verantwortungsübernahme von Europa erwarten und deshalb spielt das Thema einer gewissen Führungsrolle von Deutschland eine zentrale Rolle. Da bin ich ganz bei denjenigen, die auch dafür plädiert haben. Wir stellen fest, dass unsere Hoffnung an eine europäisch-russische Sicherheitsarchitektur gerade im explodiert ist. Mhm. Wir stellen erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten fest. Ich glaube, wir gehen einer gewissen tendenziellen Deglobalisierung entgegen mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Und das alles hat auch Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Alles, was Sie sagen, hat das Olaf Scholz Ihrer Meinung nach genau so begriffen, wie Sie es jetzt sagen? Ich würde mir wünschen, dass er, aber wie andere politische Parteien auch, die Folgen dieser Zeitenwende dem Publikum sehr viel stärker Stück für Stück versuchen zu vermitteln. Ist das seine Stärke? Ich glaube, er kann es erklären, weil er in der Sache und fachlich ein sehr gut und sehr versierter Mann ist. Aber? Ob er kommunikativ die Zuwendung wirklich bisher gefunden hat zu diesem Publikum, dies auch so zu vermitteln, dass das nicht nur bloße Fakten und, sagen wir mal, Bedrohungen für das Publikum sind, sondern auch Erklärungen sind, die diese Gesellschaft mitnehmen, sich darauf einzustellen, auch ihren eigenen Beitrag zu leisten. Bis hin zu der sehr wichtigen Frage der Politik zuzuordnen, dass sie auch nicht alles kompensieren kann an Widrigkeiten, was auf uns zukommt. Und dass diese Zivilgesellschaft eine gewisse Eigenverantwortung hat, auch damit fertig zu werden. Das würde ich mir etwas stärker wünschen, aber nicht nur von ihm, sondern von allen demokratischen Parteien. Da wären wir wieder beim Scholzen wahrscheinlich. Lars Klingbeil hatten wir gerade hier, der neue Parteivorsitzende der SPD, der eben gesagt hat, Deutschland muss den Anspruch einer Führungsmacht haben. Sind Sie zusammengezuckt, als Sie das gehört haben? Im Gegenteil. Mhm. Ich glaube, dass die SPD das über Jahrzehnte verdrängt hat. Ich glaube, der SPD ist über die letzten 20, 30 Jahre nach 1989, 90 nie klar geworden, dass sie in und mit Europa und mit ihren Partnern in Europa dieses Europa völlig neu justieren und voranbringen muss. Aber es war immerhin eine SPD-Regierung, die den Kosovo, also die Balkankriege mitverhandeln musste. Es war eine SPD-geführte Regierung, die in Afghanistan war. Also so richtig blind gegenüber den Zeitläufen war doch gerade die SPD nicht. Nein, aber wir haben uns alle nicht eingestehen wollen, dass unabhängig davon, welche Hoffnung es gegeben hat, auch an die erste Phase von Putin, dahinter ein Mann stand, spätestens nach 2008, 2009, der eine ganz andere Vorstellung im Umgang mit Europa hatte, nämlich dieses Europa zu destabilisieren. Ja. Und darüber sind wir etwas ins politische Koma geraten und wachen jetzt alle auf. Insofern auch das ist Bestandteil der Zeitenwende. Über Putin wollen wir gleich reden und darüber, was wer wann gedacht hat über ihn. Ich würde gerne im Moment noch bei der SPD bleiben. Und eben dem, was Olaf Scholz jetzt tut. Er sagt also, die Ukraine muss unbedingt in die EU. Das hat Ihr vollstes Einverständnis? Das hat er nicht gesagt.
Er hat gesagt, er hat der EU der Ukraine einen Kandidatenstatus zugeordnet. Aber das bedeutet nicht eine automatische Aufnahme in die EU. Wie wir wissen, gibt es da erhebliche Kriterien, die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Und wenn Sie mich fragen, leider, die Ukraine ist davon ziemlich weit entfernt. Aber das heißt, dieser Kandidatenstatus ist dem Krieg geschuldet. Er hat aber schon gesagt, dass die Ukraine in die EU gehört. Also ist das ein blindes Versprechen, meinen Sie? Naja, dem steht ein langer Prüfungsprozess. Also er verspricht nur das, wo er weiß, es dauert sehr lange. Ich würde nie etwas versprechen, von dem ich nicht weiß, dass ich es halten kann. Mhm. Aber der Kandidatenstatus bedeutet keinen Automatismus mit Blick auf eine EU-Mitgliedschaft. Das, was ich viel wichtiger fand, war eine Rede, die Olaf Scholz offenbar kürzlich in den letzten Tagen gehalten hat, dass eigentlich vor einer Erweiterung der EU eine Reform der EU ansteht, bezogen auf ihre Arbeitsweisen, bestimmt auf bestimmte Verfahren, bestimmt auf das sehr blockierende Einstimmigkeitsprinzip, das wir haben. Und das entspricht völlig meiner Meinung, indem ich schon vor mehr als einem Jahrzehnt gesagt habe, dass es eigentlich eine Art Moratorium geben sollte, was den Beitritt betrifft, bevor wir nicht diese EU reformiert haben. Es gibt noch einen Mann, der das immer gesagt hat, die EU übernimmt sich, sie überdehnt. Den kennen wir beide, Sie kennen ihn sehr viel besser, das war Helmut Schmidt. Es gab ein Interview, das ich mit ihm führen konnte, das letzte, das wir geführt haben, 2015. Da ging es auch um einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine. Es ging aber eben auch um die Frage, wie sollen wir mit einem Wladimir Putin umgehen, der durch die Annexion der Krim das Vertrauen des Westens nachhaltig zerstört hat. Das Vertrauen ist zerstört worden durch die idiotischen Angebote und Absichten, die dahinter steckten, seitens der Europäischen Union. Der Versuch, die Europäische Union auszudehnen auf die Ukraine, gleichzeitig auf Georgien, am liebsten noch auf Armenien, alles das ist ein ziemlicher Blödsinn. Das ist geopolitische Kinderei. Geopolitische Kinderei ist hartes Wort. Stimmen Sie ihm zu? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er damit das Angebot des NATO-Beitritts oder der EU. Es ging ja darum, dass es dieses Assoziierungsabkommen gab und darauf. Was dann ausgehebelt ist von dem damaligen Präsidenten Janukowitsch. Genau. 2015. Ja, man kann darüber reden, ob Angebote an die Ukraine und damit den Hinterhof der mächtigen Russischen Föderation angemessen sind, um zu einem gewissen Sicherheitsstatus in Europa zu kommen. Oder ob für die Russische Föderation die Ukraine ähnlich wahrgenommen wird wie zum Beispiel Kuba von den USA als Hinterhof, in dem andere Mächte nicht einfach, und ich drücke mich jetzt etwas buschikos aus, herumfummeln. Das muss man sich sehr genau überlegen. Ich habe das NATO-Angebot immer schon 2008 für völlig abwegig gehalten. Die Vorstellung, die Ukraine jetzt in die EU über einen Kandidatenstatus hinaus eines Tages wirklich aufzunehmen, ist eine sehr weitreichende Frage, die, wie ich glaube, erst gelöst werden kann, wenn wir hoffentlich bald und sehr wünschenswert zu einem Waffenstillstand kommen und zu einem neuen Modus vivendi der Sicherheitspolitik im Verhältnis zur Russischen Föderation. Wenn es so ist, ja. Wenn es so ist, wie Sie sagen, dann dürfte man dieses Angebot aber nicht machen, wenn man sozusagen noch immer die Rücksicht nimmt auf diejenigen, die geopolitische Interessen in ihrem entweder Hinterhof oder Vorgarten haben, dann dürfte man das gar nicht tun. Das ist die kitzlige Frage. Deshalb sage ich ja, diese Frage des Kandidatenstatus ist entschieden worden vor dem Hintergrund des Krieges. Mhm. Sie ist nicht geprägt worden durch die Betrachtung der Ukraine bis zum 23. Februar diesen Jahres. Ein Land, das von Oligarchen durchsetzt war, das hochkorrupt ist, das auf dem Korruptionsranking beim 122 landet von allen Ländern dieser Welt, ja, das erkennbar Europa eine sehr politische Justiz hat, das also vordergründig jedenfalls kein einziges dieser Kriterien der Kopenhagener Aussage mit Blick auf eine Beitrittsmöglichkeit zur Europäischen Union erfüllen kann, sondern es ist aus einer Empathie, aus einer Solidarität mit diesem Land, das im Kriegszustand sich bewegt, entwickelt worden. Es ist überfallen worden von einem Land, in dem Korruption herrscht und in dem Oligarchen herrschen und das übrigens im Korruptionsindex hinter der Ukraine landet. Das heißt, ist das wirklich ein Kriterium, um zu messen, ob man so einem Land jetzt beisteht oder nicht? Nein, entschuldigen Sie, wir wollen ja nicht die Russische Föderation in die EU aufnehmen. Dass die Russische Föderation in dem Korruptionsranking noch schlechter ist, ist klar. Ja. Ich wollte nur wissen, ob das, was die Ukraine vor dem 24. Februar für Sie war, ob das für Sie ausgeschlossen hat, dass dieses Land in die EU gehört?
Ich würde mir das sehr genau überlegt haben, mit Blick nicht nur bezogen auf Reformen in Ukraine. Und ich bin 2017 Mitglied einer Kommission gewesen, die sich darum in der Ukraine sehr genau gekümmert hat. 2015, glaube ich, war es? Nee, 2017. Okay. Aber mich beschäftigt sehr viel mehr. Wie sieht ein zukünftiger Modus wie Wendy mit Russland aus? Wie sieht der aus? Und da macht es keinen Sinn, dass wir von Wünschenswerten oder von Gefühlen oder aus einem gesinnungsethischen Standpunkt kommen, sondern meine Wahrnehmung ist erstens, Putin wird nicht weggeputscht. Putin wird eine Konstante sein. Er befindet sich mit den weitesten Teilen seiner Bevölkerung in einer absoluten Übereinstimmung, die zwar die Sowjetideologie vielleicht ablehnt, aber die alte Macht der Sowjetunion genauso wieder haben möchte wie Putin. Und was folgt daraus, dass man ihm, wir hatten gestern hier den ehemaligen Ministerpräsidenten Russlands, der gearbeitet hat unter einem Präsidenten Putin, der hat gesagt, wenn wir jetzt an dieser Stelle diesen territorialen Anspruch, den Putin der Ukraine gegenüber nachgeben, wird das nicht das letzte Land sein, das Wladimir Putin sich einverleiben wird? Das kann ich mir auch vorstellen. Deshalb es bedeutet, dass man auf der einen Seite in der Tat versuchen muss, in irgendeinen Kontakt zu treten und seien es Lügner und Betrüger, von Herrn Putin angefangen bis zu Herrn Lavrov, und zweitens einen sehr großen Knüppel unter dem Tisch haben muss. Und das bedeutet, dass wir auf Abschreckung widersetzen müssen. Aber die Vorstellung, dass Putin beim Blitz getroffen wird, während er einen sibirischen Tiger erdrosselt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Sondern der Mann wird eine Konstante sein. Mhm. Zweitens, Putin wird wahrscheinlich sein strategisches Ziel nicht erreichen, die Ukraine zu einem Satrapen zu machen und in Kiew eine Marionettenregierung einzurichten. Aber drittens, glauben wir, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch gewinnen kann? Was würden Sie denn machen an Olaf Scholz' Stelle? Also dann, er war ja sehr zögerlich und manche haben gedacht, vielleicht folgt das eben einer Agenda, nicht zu viel gewinnen. Ich würde, nicht Russland zu viel verlieren. Ich würde das, was er tut, sehr genau weiter verfolgen, nämlich den Knüppel unter dem Tisch. Und das bedeutet, dass diese Europäische Union und dass die NATO sich darauf einrichten muss, gegenüber Russland zunehmend ihre Abschreckungspotenziale deutlich zu erhöhen. Und was für die SPD Ukraine? Und für die Grünen ein sehr schwieriges Thema ist, weil wir plötzlich feststellen, dass die Bundeswehr nicht das technische Hilfswerk ist. Was wird mit der Ukraine? Die wird von den westlichen Ländern eine Art Garantie erwarten können und auch dürfen und müssen, was ihre nationale Souveränität und ihre territoriale Integrität betrifft. Aber wie diese territoriale Integrität aussieht, das wird eine sehr schwierige Frage sein. Es macht nur keinen Sinn, die zu verdrängen. Die wir heute aber nicht beantworten werden. Nein, die wir kann nur die Ukraine selber beantworten. Absolut. Aber die Vorstellung, dass dort Maximalpositionen möglich sind und dass damit Putin auch nur dem Eindruck unterworfen werden kann, in seine eigene Bevölkerung eine Niederlage einzustecken, die birgt das enorme Risiko einer weiteren Eskalation. Die Frage ist, und der Vorwurf geht an die SPD, ob man in der Vergangenheit zu viel Rücksicht genommen hat, insofern, dass man blind wurde für das, was Wladimir Putin auch getan hat, nämlich Krieg führen. In Tschetschenien, in Georgien. Es gibt Sigmar Gabriel, der jetzt in der Reflexion sagt, wir haben uns getäuscht. Das war ein kompletter Fehlschlag, das, was wir gedacht haben. Es ist ein massives Scheitern. War die SPD zu lange blind? Nicht nur die SPD, tut mir leid, auch die SPD. Aber wir reden jetzt über die SPD, weil Sie ja Mitglied der SPD sind. Nee, das immer aus dem zeitlichen Kontext herauszureißen und nur auf eine politische Kraft, dem folge ich nicht. Ja, ich versuche mir vorzustellen, nach 2014, also der Annexion der Krim, wie war da die deutsche Bevölkerung, die deutsche Politik, die Medien aufgestellt? War da irgendjemand dafür, die Sanktionen gegenüber Russland massiv zu erhöhen? Ein oder zwei War irgendjemand dafür, gegenüber Putin einen sehr viel aggressiveren Ton anzuschlagen? War irgendjemand gegen Minsk I, Minsk II als dem Versuch, den Konflikt in der Ostukraine einzudämmen. Ich kann mich nicht erinnern an eine breite Bewegung in der politischen öffentlichen Debatte, die damals abgewichen ist von dem Kurs, den Frau Merkel und Herr Steinmeier vorgegeben haben. Da haben Sie Sondern recht. Es war die allgemeine mentale Verfassung dieser Republik. Da haben Sie recht. Es gibt natürlich immer wieder diese Stimmen. Marie-Louise Beck zum Beispiel hat immer schon dazu gehört, Ralf Füchs. Aber wir bleiben trotzdem bei der SPD, weil das Ihre Partei ist. Also, was ist die Verantwortung der SPD in diesem Kontext? SPD, Gerhard Schröder, die Politik eben dann auch Gasexporte, Importe zu machen, Entschuldigung, Gasimporte mit einem Russland, das eben schon verstrickt war. Spätestens eben nach der Annexion der Krim hätte man anders. Ich habe keine Mühe, den Zitaten oder den Darstellungen, die Sie von Herrn Sigmar Gabriel gerade gegeben haben, zuzustimmen. Wir waren blind und wir waren naiv. Und zwar sträflich naiv. Nicht alleine, aber insbesondere auch die SPD. Gerhard Schröder, ist das heute noch?
Das ist ein besonderes Kapitel und wo mich so ein bisschen umtreibt, wie ein Mann, der eine hochgradig zu respektierende Lebensleistung erbracht hat, sich selber auch für die Geschichtsbücher derartig selber zerstören kann. Soll er in der SPD bleiben? Ich halte nichts von diesen Parteiausschlussforderungen, sondern die Beteiligten sollen selber ihre Konsequenzen ziehen. Herr Steinbrück, wir müssen heute natürlich über das reden, was Sie als ehemaliger Bundesfinanzminister vielleicht besser wissen als andere. Wir haben eine Rekordinflation. Die Kollegen von Börse vor acht haben einmal den Preisanstieg seit dem Dezember 2021 bebildert. Erdgas plus 148%, Strom plus 90%, Öl plus 56%. Der Kaffee steht ganz unten, hat aber auch noch 33% Steigerung. Wie geht's Ihnen, wenn Sie das im Supermarkt sehen, an der Tankstelle? Was denkt der ehemalige Bundesfinanzminister? Mich erfasst ein gewisser Ärger, über weil diese Inflationsentwicklung eigentlich jedenfalls für manche, unbenommen, dass keiner den Ukraine-Krieg vorhersehen konnte, seit zwei Jahren ein über uns schwebendes Risiko gewesen ist. Das heißt, der Krieg alleine ist es nicht schuld? Nein, sondern es war schon vorher angelegt. Es war angelegt auch durch eine ultra-expansive Geldpolitik der EZB. Die EZB ist mindestens seit zweieinhalb Jahren auf diese Risiken hingewiesen worden. Sie hat das sehr stark unterschätzt. Sie hat das versucht zu kamuflieren. Sie hat Entschuldigung gefunden. Sie hat uns Aussagen gemacht, das würde alles besser und wieder runtergehen. Und es war erkennbar, dass bei der Liquidität, die die EZB in die Märkte gepumpt hat, Sie müssen sich vorstellen, dass die Bilanzsumme, die Geldmenge der EZB von 900 Milliarden Euro nach der Finanzkrise inzwischen auf 6 Billionen Euro hochgegangen ist. Und dass die Frage irgendwann ansteht, wie kriege ich die Zahnpasta wieder in die Tube, ist nicht so besonders originell. Also die EZB hat jetzt einen Schritt gemacht, 0,25% gehen die Zinsen hoch. Das wird also nicht reichen, Ihrer Meinung nach? Naja, man muss natürlich sehen, dass die EZB in einem enormen Dilemma ist. Sie hat als einziges Mandat Geldwertstabilität. Mhm. Und nicht ein zweites oder drittes Mandat, anders als zum Beispiel eine amerikanische Zentralbank. So, und auf der anderen Seite weiß sie, wenn die Zinsen hochgehen, sind hochverschuldete Staaten der Europäischen Währungsunion, denen liegt plötzlich die Refinanzierung ihrer Staatsschulden wie eine Schlinge um ihren Hals. Und damit droht natürlich diese Europäische Währungsunion in eine gewisse Spaltung oder, wie Frau Lagarde selber sagt, mit dem Fremdwort eine gewisse Fragmentierung zu kommen. Das ist das Dilemma der EZB. Das heißt, sie kann sich entscheiden zwischen ich rette Staaten oder ich helfe der Geldbörse der kleinen Leute? Was ist das? Naja, sie wird ihr Mandat erfüllen müssen. Das ist der Auftrag, den sie hat. Insofern wird es schon darum gehen, dass sie in eine Zinswende einsteigt. Mhm. In meinen Augen tut sie dies zu vorsichtig, aber ich gebe zu, sie kann es auch nicht massiv, um nicht da die Effekte herbeizuführen, die ich gerade geschildert habe, indem nämlich Italien und andere große Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion bei der Refinanzierung ihrer Staatsschulden in enorme Schwierigkeiten kommen. Oder das, was man den Unterschied der Zinsniveaus für eine deutsche Staatsanleihe und eine italienische Staatsanleihe sieht, immer weiter auseinandergeht. Mhm. Und dann kommt ein zweites Problem hinzu, indem die amerikanische Zentralbank sehr viel aggressiver oder man kann sagen ehrgeiziger die Inflation bekämpft und damit der Abstand zwischen den Zinsen für Staatsanleihen in Europa und den USA immer größer wird. Und damit geht das Kapital in die USA. Damit wird der Euro geschwächt. Damit gehen die Importpreise hoch und damit kommt die nächste Pumpe für die Inflation. Also Christian Lindner hat heute gesagt, wir gucken auf eine ernstzunehmende Wirtschaftskrise. 3, 4, 5 Jahre, das bezogen auf die Energieknappheit. Sagen Sie uns doch mal unterm Strich, was wartet auf uns, wenn wir das alles zusammenzählen? Die Inflation, was die EZB macht, was die amerikanische Zentralbank macht. Ich glaube, dass die Politik der Bürgerschaft ziemlich klar sagen sollte, dass wir in 3, 4, 5 sehr schwierige und raue Zeiten hineingehen. Übersetzen Sie mal raue Zeiten. Was heißt das für den Einzelnen? Das Wohlstandsparadigma der Bundesrepublik Deutschland steht jedenfalls in den nächsten Jahren mit Blick auf Zuwächse und große Verteilungsspielräume deutlich in Frage. Arbeitslosigkeit? Das ist noch nicht ausgemacht, aber kann drohen. Es wird jedenfalls eine deutliche Eintrübung des Wachstums geben. Es wird deutlichen Druck geben auf die Staatsfinanzen und wir werden uns sehr viel, von mir aus auch kontroverser, mit der Frage beschäftigen müssen, was ist prioritär in den Aufgaben und was ist weniger wichtig und worauf werden wir uns konzentrieren müssen. Mhm. Wenn ich mal alleine aufzähle, die Folgen noch von Corona, die Tatsache jetzt Außen- und Sicherheitspolitik und Bündnisfähigkeit und Einsatzfähigkeit der deutschen Bundeswehr, Klimawandel.
wahrscheinlich einen Wiederaufbauplan auch für die Ukraine, hoffentlich bald, wenn es dort zu einem Waffenstillstand kommt. Die Digitalisierung, bezahlbares Wohnen als die soziale Frage, wie ich glaube, in diesem Jahrzehnt. Der bessere Ausstattung mit Digitalisierung, der Zustand unserer Schulen, der Zustand unserer materiellen Infrastruktur und eine demografiefeste Altersversorgung. Mhm. Und darüber würde ich mir eine sehr viel heftigere und deutliche Auseinandersetzung in Deutschland wünschen. Der jetzige Finanzminister ist wild entschlossen, nächstes Jahr die Schuldenbremse wieder, Sie haben sie, glaube ich, mit erfunden und installiert, jedenfalls ja. In Ihrer Zeit. Er möchte sie nächstes Jahr unbedingt einhalten. Schafft er das? Schafft er all das, was Sie aufgezählt haben, ohne neue Schulden? Ich weiß nicht, wie er es schaffen will. Und vor allen Dingen weiß ich nicht, wie er es schaffen will, ohne dass er versucht, aus anderen Bereichen Effizienzgewinne zu mobilisieren und gegebenenfalls auch Steuern zu erhöhen. Das will er nicht, das wissen Sie. Das will er nicht. Ich stelle mir nur die Frage, zum Beispiel, wenn die Vermögensdrift in Deutschland in den letzten 10, 15 Jahren so deutlich auseinandergegangen ist, das heißt, die Vermögenden, die Gewinner gewesen sind aus den letzten 10 Jahren, ob dann nicht eine gewisse Erhöhung der deutschen Erbschaftssteuer zur Finanzierung zum Beispiel der Ausstattung von Schulen eine richtige Maßnahme wäre. Ich weiß nicht, ob die Ampel das überleben würde. Es gibt ein 9-Euro-Ticket, es gibt ein Energiegeld. Es gibt einen idiotischen Tankrabatt, der viel Geld kostet. Ich hätte es ohne Adjektiv gemacht, aber... Aber die wichtige Frage ist ja schon die, wo sind Ihrer Meinung nach die Stellschrauben, die eine Regierung jetzt zur Entlastung derjenigen, die wenig haben, stellen müsste? Ich habe keinen Katalog, Frau Maischberger, wo ich sage, das ist das oder das. Sondern ich kann mich erinnern, dass ich vor ungefähr 15 Jahren zusammen mit dem damaligen hessischen Ministerpräsident Koch mal eine Subventionsstreichungsliste oder Körbe gebildet habe, die durchaus erfolgreich gewesen sind. Und eine solche Wiederholung solcher Maßnahmen nach dem Motto, an welchen Stellen können wir das Ausgabeverhalten des Staates effizienter machen? Übrigens auch in der Sozialpolitik, aber nicht mit dem Effekt, das Geld aus den Sozialhaushalten wegzunehmen, sondern unter dem Bedürftigkeitsprinzip denjenigen zukommen zu lassen, die die Verlierer dieser Gesellschaft sind. Viel zu tun. Zum Schluss. Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und Peer Steinbrück. Sie beide haben beim SZ-Magazin, dem Magazin der Süddeutschen Zeitung, ohne Worte gemacht. Sie sind auf dem Titel gelandet, beide mit diesen beiden Gesten. Also Ihre Frage lautete, lieber Herr Steinbrück, Pannenpeer, Problempeer, Berlusconi, welcher Spitzname ist Ihnen am liebsten? Bei Olaf Scholz war die Frage einfacher, was werden Sie an Angela Merkel vermissen? Welches der beiden Bilder ist denn besser gelungen, Ihrer Meinung nach? Das schauspielerisch eindeutig bessere Bild ist das von mir. Und welches zeigt klarer den Charakter des Fotografierten? Vielleicht jeweils zutreffend für Olaf Scholz und für mich auch. Dieses Foto hat mich 2% gekostet. Jo, wahres Wort. Und zwar Wort. Deshalb, wissen Sie, weil die unter 18-Jährigen, die fanden das gut, aber die waren nicht wahlberechtigt. Klare Worte. Vielen Dank, Herr Steinbrück war zu Gast. Herzlichen Dank fürs Kommen heute. Dankeschön. Danke.